Und so sitzen wir im Porsche 911 993 Turbo in Aspartam und fahren direkt mal los hier. Und gucken uns mal an, wie dieses schöne Schmuckegefährt fährt. Wir sind hier auf einer gemoddeten Strecke, die ist Aspartam in Niederbayern oder so, glaube ich. Gibt's auf Race Department, Link in der Videobeschreibung. Und kennt bestimmt der ein oder andere schon, da haben wir nämlich schon diverse andere Straßenwagen drauf getestet. Eine sehr schöne Strecke, um ein, ja, dörfliches Landstraßenfeeling irgendwie zu generieren. Das macht sie wirklich sehr, sehr gut. Und die hat ein Update bekommen. Und das heißt, man kann jetzt hier links fahren. Das machen wir aber noch nicht. Das machen wir jetzt gleich nächste Runde. Erstmal zeige ich die reguläre Map sozusagen. Die ist nämlich schön gespickt mit Details, wie zum Beispiel rasenmähende Nachbarn, Schubkarren, Strommästen, Unebenheiten in der Straße und Brücken, wo man hier dank des nicht ganz so tiefen Fahrwerks schön drüber ballern kann. Ist eine recht kurze Strecke, aber hat durch das Update nochmal ein paar Meter dazu bekommen. Welche das sind, sehen wir dann gleich. Erstmal eine Runde Gummi geben. ...408 PS in dieser Version hier. Da haben wir schon die 150 auf dem Tacho. Hier mal ein bisschen vom Gas gehen, nicht, dass hier noch eine Blitze steht. Allradantrieb. Turbo aufgeladener 3,6 Liter Boxermotor. Ich weiß nicht, welche Infos ich gerade schon im Intro erzählt habe, deswegen erzähle ich dir jetzt einfach nochmal. So, und hier müssen wir wieder rechts, dann geht's Richtung nach Hause. Ja, der geht auf jeden Fall schon gut vorwärts, klingt auch nice. Und macht natürlich auf der Straße auch eine sehr, sehr schöne Figur. Ja, und gibt's hier in dieser Mod-Version auch noch in einer Stage 1-Version mit fast 500 PS, die werden wir uns auch noch anschauen. Aber erstmal hier am Pferd vorbei und am Huhn. Das ist noch die reguläre Strecke, wie wir sie kennen. Ja, ein bisschen Gummi hier. 165, wir sind schon zu schnell. Ich habe die 90er Straßenreifen drauf, also nicht wundern. Hier kann man auch die Semislicks auswählen, dann geht natürlich griptechnisch noch ein bisschen mehr. So, jetzt können wir aber hier links abbiegen Richtung Wiesling. Und bekommen hier nochmal ein paar extra Meter von dieser wunderschönen Strecke. Bin ich noch gar nicht so oft hergefahren, mal eben gucken, dass wir die Karre nicht wegschmeißen. So, und jetzt gibt es hier einen Pfeil nach rechts, das heißt, wir müssen hier geradeaus. Hier ist sehr, sehr eng. Und eine richtig unruhige Buckelpiste, die hier in einen Feldweg mündet. Also mit allzu tiefen Fahrzeugen brauchst du, glaube ich, nicht ankommen. So, und jetzt müssen wir hier nicht, so wie man erstmal denkt, links und dann rechts, sondern dem rosanen Pfeil folgen und direkt hier rechts abbiegen. Und dann kommen wir an diese Stelle. Und das ist eben der Anschlusspunkt von der kurzen Strecke. Also hier würden wir rauskommen, um dann, wie gerade schon gesehen hier, schön lange geradeaus zu ballern. Sollen wir mal Allradantrieb ausnutzen? Ganz, ganz fies mit Allrad angetriebenen Fahrzeugen so die Kupplung springen zu lassen und da so einen Hammerstart hinzuhauen. Das ist mega anstrengend für die Antriebsstränge, für die Differentiale. Es geht hier jetzt noch, weil wir die nicht so griffigen Reifen drauf haben, aber wenn du das mit Semislicks machst, aua, aua, sag ich dir. Das tut dem Fahrzeug nicht gut, macht aber natürlich Laune. So, ich weiß gar nicht, kann man hier, wir fahren jetzt einfach mal links, ich weiß nicht, wie weit man hier kommt. Ich glaube, hier wurden nur ein paar Gebäude hinzugefügt, ein paar Texturen geupdatet in ihre. Und da fahren wir leider gegen die Wand. Schade, schade. Da können wir also nicht weiter erkunden. Ich denke, das werden wir auch an anderen Stellen finden. Hier so unsichtbare Wände. Daher bleiben wir einfach auf der regulären Strecke. Aber latschen wir mal durch!
Hauptuntergang. 180, fast schon 190. Jetzt müssen wir hier schon richtig auf die Bremse, sonst kriegen wir die Rechtskurve gar nicht mehr. Zum Glück kommt hier uns hier keiner entgegen. Morgens 9:30 in Aspartam. Keine saure Straße. Ja, also die Mod ist vom Need for Speed Mod-Ersteller, der ja auch letztens gut vor circa einem Monat den normalen 993 als Carrera rausgebracht hat. Den haben wir uns ja im Assetto Corsa Super Battle angeschaut. Und dieser gleiche Modder hat jetzt eben auch, oder das gleiche Modding-Team in Anführungszeichen, hat jetzt hier auch die Turbo-Version auf die Beine gestellt. Und eben nicht nur in dieser Standard-Turbo-Version, sondern ganz... also es gab ein gewisses Werkstuning, eine Leistungssteigerung. WLS hieß die, glaube ich, von Porsche. Wo man 30 oder 50 PS je nach Bauteil nochmal rausholen konnte. Also den auf 450 PS hochstufen konnte. Und gemäß dieser Leistungssteigerung hat man sich dazu entschieden, einen von Ruf getunten Motor hier einzubauen. Und ein etwas härteres Fahrwerk. Und das ist dann die Stage 1 Version, die dem Mod ebenfalls beiliegt. Die werde ich aber mal auf die Nordschleife packen, weil die ist extra streckenorientiert. Und da kann man da schön mal in die grüne Hölle, um dieses Teil dann da auszuprobieren. Ja, was ein bisschen schade ist, ich habe hier etwas wenig Platz zum Driften und Rumschleudern. Machen wir das vielleicht mal hier? Geht ja sogar einigermaßen. Also wie gesagt, allradangetriebenes Fahrzeug sowieso nicht allzu sehr zum Driften geeignet, aber wenn der Platz ausreicht und wenn die Reifen schlecht genug greifen, wie es hier der Fall ist, dann kannst du damit auch umschleudern und driften. Streckengrip steht, glaube ich, auf Green, also definitiv nicht 100%. Aber die Strecke ist natürlich super eng. Dadurch natürlich nicht ganz optimal geeignet, um hier quer zu treiben und die Karre rumzuschleudern. Aber das können wir vielleicht in der einen oder anderen Kurve auf der Nordschleife machen, wenn wir die Stage 1 Version testen. Übrigens kein normal aufgeladener Turbomotor, sondern ich glaube das erste Mal, dass Porsche einen Biturbomotor eingesetzt hat. Könnte auch im 959 gewesen sein. Ja, erstmal vielleicht nicht. Auf jeden Fall gibt es zwei Turbolader, zwei etwas kleinere. Einer pro Bank, die jeweils auch einen eigenen Ladeluftkühler haben. Und dadurch kann eben dieses schöne Turboloch vermieden bzw. verkleinert werden. Weil kleinere Lader eben besser anspringen, nicht so viel Leistung natürlich generieren. Dafür hat man sich dann für zwei Ladesysteme entschieden. Und da kommst du auf über 400 PS und die merkst du hier auch deutlich. Er geht gut nach vorne, der Kollege. Wer hat denn da so Streifen hinterlassen? Ich glaub's ja wohl nicht. Falls die Strecke bei euch nicht so aussieht, das kann an diversen Einstellungen vom Custom Shaders Patch liegen. Da bin ich gerade in der aktuellen Version. Ich glaube, die 130er ist es. Und da habe ich prozedural generiertes Gras aktiviert. Wenn die Modstrecke es hier also zulässt, gibt es an bestimmten Stellen eben generiertes Gras, was eigentlich nicht auf der Strecke ist, sondern vom Content Manager da platziert wird. Und kombiniert mit dem ist dann auch noch so ein Partikelsystem. Ich weiß gar nicht, in welchem Umfang ich das hier zeigen kann. Auf jeden Fall, wenn es bei euch ein bisschen anders aussieht, kann es daran liegen. Ich packe alle Infos in die Videobeschreibung. So, komm, ich würde sagen, wir fahren hier nochmal links. Ich bin so lange nicht mehr gefahren, ey. Ich habe auf jeden Fall Bock zum Heizen, merke ich. Ich wollte eigentlich hier so eine schöne Cruiser-Session draus machen, aber nö. Wir geben mal schön Gas und... Verlassen auch mal hier und da die Strecke. Boah, Alter. Das waren jetzt 120 km/h.
Und es war schon wild, darüber zu ballern. Genauso wie hier mit 150. Diesen Feldweg. Und jetzt haben wir uns verbremst, oder? Mal eben gucken. Hier, wenn wir links fahren, passiert genau das gerade. Zack, eine unsichtbare Wand. Daher fahren wir lieber rechts entlang. ...210 sogar. Ja, das ist halt das Geile an dieser... an diesem Stil der Strecke. Wir haben zwar die Scottish Highlands zum Beispiel offiziell in Assetto Corsa, aber die sind ja gefühlt fünfmal so breit. Während du hier theoretisch Angst haben müsstest, dass dir ein Trecker entgegenkommt und du ausweichen musst. Hier geht zum Beispiel wieder, aber der Feldweg oder auch die Straße gerade super schön eng, da passen gerade eben zweieinhalb Autos nebeneinander, vielleicht drei Smarts passen da nebeneinander. Und das ist halt so ein richtig schönes dörfliches, deutsches dörfliches Gefühl, was du so in mit kaum anderen Strecken hast. Oh, fast den Hahn erwischt. Oh Gott, oh Gott. Ja, komm, runter von der Wiese. Das ist halt geil, ne? So eine kleine Allee-Passage, ein paar Bäume, die über die Straße wachsen. Kompletter Schatten. Und dann eben diese schön enge Landstraße auch hinter der Brücke. 180 und wir gehen mal wieder auf die Bremse. Zum Glück gibt es keine Bremstemperatursimulation in Assetto Corsa 1. Deswegen können wir hier schön ein paar Runden ballern, ohne dass die Bremsanlage hier zu heiß wird. Fahren natürlich wie immer bei solchen Fahrzeugen mit manuellem Schaltgetriebe und Kupplung, Bremse, Gas und Haarschaltung. Was ich nur sehr empfehlen kann, denn das macht fahrtechnisch immer eine ganz andere Laune. Und ist natürlich auch authentischer, als wenn du jetzt hier so ein 993 mit Schaltwippen fahren würdest. Aber auch schön zu merken, im ersten Moment hast du unter Steuern den Allradantrieb, wenn dann aber genug Leistung da ist und der Winkel auch genug ist und die Räder ja, genug Schub kriegen sozusagen, dann kommt auch der Arsch und will dann auch in den Drift, aber erstmal hast du dieses typische, die Vorderachse ist auch angetrieben, erstmal unter Steuern. Dann ging es jetzt, da haben wir die Kurve schön getroffen. Nein, nein, nein! Oh. Ja, okay. Ich glaube, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Deswegen hätte ich vor anderthalb Minuten das Video beenden sollen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hier nochmal ein paar schöne Bilder aus der Replay. Und ja, Link ist in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Thank you.